Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Orbox C. Wir lösen, oder ich löse weiterhin Rätsel im Weltall. Und im Level 15 des Aberrage-Spielmodi heißt es nun Eisblöcke zerstören. Ich fange einfach mal so an, wie ich denke, dass es ganz gut ist. Oh, wir sind Eisbeginner. Aber das wird so nicht funktionieren. Weil ich jetzt nicht mehr nach unten komme zu dem Vierer-Stack. Also war da auf jeden Fall irgendwo ein Fehler dabei. Ich denke aber, dass der Anfang nicht so dumm ist. Nur, dass wir jetzt eben den hier so mitnehmen. Okay, das war auch nicht so schlau. Das war nicht clever. Das war ganz und gar nicht clever. Macht es Sinn, zuerst nach unten zu gehen? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, es macht zuerst Sinn, nach unten zu gehen. Weil jetzt kann ich das genauso machen, wie ich es eben gemacht habe. Ich bin so blöd. Ich war gedanklich schon zu weit. Da habe ich aus Versehen, weil ich zu schnell war, schon weggedrückt. Oh, das war echt selten dämlich. Oh, wir müssen wieder ins Ziel kommen und haben hier ein paar Tore und dergleichen. Wenn wir hier nach da ziehen. Also ich kann erstmal nur nach links oder nach unten gehen, das ist klar. Wenn ich nach unten gehe, ja. Komme ich ins Ziel. Wieder mal erst im Kopf alles durchgegangen. Oh, jetzt haben wir wieder Portalfarben. Schön. Ich kann erstmal nur nach rechts gehen. Hier kann ich nur nach oben gehen. Hier kann ich nur nach links gehen, was Sinn macht. Wenn ich nach rechts gegangen wäre, wäre ich nämlich ins Nichts geflogen. Nach unten gehen macht keinen Sinn, dann fliege ich auch ins Nichts, also gehe ich nach oben. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass ich das komplett... Ja, ich will das komplett ohne die Portale spielen. Nein, das war dumm. Das war dumm. Im Kopf hatte ich es gerade. Also der Anfang ist klar, der ist klar. Wenn ich nach unten gehe, fliege ich ins Nichts. Also darf ich nicht nach unten gehen. Ich muss nach oben gehen. Genau so muss ich es machen. Und dann komme ich ins Ziel. Level complete. Wir müssen wieder ins Ziel reinrennen. Was machen wir diesmal? Wir haben da diese Blöcke. Das heißt, hier sind wieder ein paar Softlocks. Die sollten wir dann im besten Falle nicht nutzen.
Daran bleibe ich stehen, okay. Ich will auf jeden Fall hier die Dinger mal so zumachen, glaube ich. Ich muss irgendwie... So, komme ich hin. War das der schnellste Weg? Ich glaube nicht, aber wir haben es hingekriegt. Das ist das Wichtigste zunächst einmal. Okay, also im Kopf habe ich es gerade schon gelöst. Und jetzt habe ich es auch spielerisch gelöst. Es ist meistens einfacher, wenn ich wirklich erstmal im Kopf überlege, was ich da eigentlich machen will. Wenn ich da durchs Portal gehe, komme ich darum, 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 darum. Wir versuchen das mal so. Das war schon lustig, muss ich sagen. Ja, was anderes als da darum geht nicht. Also muss ich so machen. Das war dumm. So rum klappt es dann doch noch. Also, manche Level gehen schon gut ab. Jetzt hast du hier einfach nur einen, wo du halt rumfliegst. Ich habe gerade wirklich... ganz kurz auf dem Schlauch gestanden, ob das überhaupt so machbar ist, wie ich es will. Wir haben was Neues. Labyrinth. Orbox stop inside Labyrinth. Then you choose direction to move out. Okay. Interessant. Also, ich muss jetzt hier nach da gehen. Kann mich jetzt auswählen, ob ich nach oben oder nach unten will. Weil nach rechts geht natürlich nicht. Ich muss das erstmal so machen. Ich glaube, das war dumm. Ich glaube, das war dumm. Ich dachte eigentlich auch ganz kurz, ich hätte es im Kopf gehabt. Jetzt weiß ich auch, wie mein Fehler war. Da war der Fehler. Ich bin einmal falsch abgebogen. Sonst wäre ich da nämlich direkt richtig rumgefahren. Aber so natürlich nicht. Noch mehr Labyrinth. Labyrinth und Portale. Ich kann erstmal nur so gehen. Ich kann erstmal nur so gehen. Müssen wir mal überlegen. Ich will eigentlich irgendwie in das Blaue von links nach rechts reingehen. Nur wie kriege ich das bewerkstelligt? Eigentlich gar nicht. Ich kann nicht von links nach rechts gehen.
Oder von oben nach unten. Das geht aber auch nicht. Also vom dunkelblauen meine ich jetzt. Weil ich muss bei dem rechten dunkelblauen rauskommen. Um das hinzubekommen. Aber zunächst einmal muss ich auch noch das Ding hier unter dem, das muss ich noch zumachen. Wie kriege ich das zugemacht? Da bin ich gerade etwas überfragt. Wir starten nochmal neu. Also ich kann hier nur nach rechts gehen. Ich kann hier nur nach oben gehen. Wow. Das war unnötig lange. Das hat gerade unnötig lange gedauert, bis ich diese Schritte gemacht habe. Abgesehen davon, dass ich ein paar zusätzliche Schritte gemacht habe, die auch sinnlos waren. Okay, wir müssen nach links kommen. Ich glaube, das macht keinen Sinn, jetzt hier die Dinger alle zu schließen, oder? Ach, bin ich blöd. Es gibt so einen einfachen... Ah, nee, gibt's nicht. Ich dachte gerade, ich hätte einen einfachen Blick übersehen, aber natürlich nicht, weil das Tor ja erst offen war, kann ich nicht einfach nach links gehen. Von hier kann ich nicht rein, genau. Und auf Wiedersehen. Wie komme ich da hin? Ich kann entweder von unten nach oben. Nein, von unten nach oben kann ich nicht in das Ding. Ich muss von oben nach unten in das Ziel reingehen. Wo ist der Fehler? Also, ich muss auf jeden Fall den linken schließen. Das linke Tor. Sonst komme ich da nicht hin. Dafür muss ich da durchgehen. Aber wenn ich einmal in diesem Labyrinth-Ding drin bin, komme ich nicht mehr raus. Und wenn ich rauskomme, dann kann ich nirgendwo hinfliegen. Oder? Ich weiß gerade nicht, wie ich das lösen muss. Ich habe jetzt gerade keinen Plan.
wie ich hier lang fliegen muss, um die Dinger richtig zu treffen und zu schließen bzw. ins Ziel zu kommen. Also ich muss auf jeden Fall von oben nach unten ins Ziel kommen. Andere Möglichkeiten habe ich nicht. Wenn ich von oben nach unten ins Ziel gehen will, muss ich da oben kommen. Dahin komme ich nur von rechts. Dahin komme ich nur... Verdammt. Von unten. Davon komme ich nur von hier. Davon komme ich von hier. Wo ist der Fehler? Ich muss das hier schließen. Das hier schließen. Und schon habe ich's. Ich habe das gerade schwerer gemacht, als es eigentlich war, glaube ich. Closed exit. First complete other missions and exit will open. Okay. Also, bevor wir ins Ziel gehen können, müssen wir zunächst einmal diese vier Eisblöcke wegmachen. Das ist schön, dass du so Voraussetzungen erfüllen musst. Das ist cool. Jetzt müssen wir erst alle Dinger sammeln. Bevor wir ins Ziel gehen können. War das schlau? Kriege ich jetzt den letzten? So kriege ich den letzten. Und dann geht's ins Ziel. Es hat auch ein bisschen länger gedauert irgendwie. Und jetzt haben wir Bomben zu explodieren. Also ich kann erstmal nur nach rechts gehen, das ist klar. Die Frage ist nur, muss ich danach schnell sein? Kann ich ja eigentlich eh nicht, weil ich eh warten muss, bis die Dinger explodieren. So, ich muss auch hier hingehen, das ist auch klar. Gehe ich jetzt zuerst nach unten? Gehen wir hier nach unten. Dann lade ich den hoch. Dann jage ich den hoch. Oder? Das war dumm. Das war dumm. Ich darf da nicht nach oben gehen. Ich muss nach unten gehen. Oder? Nicht ganz. Das ist es noch nicht ganz, was ich jetzt hier habe.
Wenn ich unten rumgehe, nach unten, dann kann ich rechts, hoch. Wie muss ich das machen, damit ich da alle Bomben explodiert habe? Erstmal links die alle wegmachen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, das wird auch das letzte Level sein in dieser Folge. Da wird die Folge ein bisschen länger, aber ich würde es eigentlich jetzt noch irgendwie hinkriegen. Wenn ich runtergehe und hochgehe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuch's jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Ich will noch einen Moment überlegen. Runter, rechts, runter. Hoch, rechts. Nee, dann kriege ich die nicht weg. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Es ist auch ehrlich gesagt zu viel gerade. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es übermorgen weitergeht mit diesem Level. Ja, da werden wir es auf jeden Fall hinkriegen. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen, Leute.